Hallo. Ich möchte einmal über die generellen Bedingungen sprechen, die es braucht, um ein Carwrapping oder eine Folierung professionell zu gestalten. Angefangen beim Workshop, in dem wir uns befinden. Wir sollten eine gute Temperatur haben, das heißt eine Temperatur von ungefähr 20 Grad ist da perfekt. Wir sollten natürlich saubere Räumlichkeiten haben, es muss alles sauber mit Flüssigkeit gereinigt sein, die Wände müssen staubfrei sein, auch die Decke muss staubfrei sein, damit nichts herunterfallen kann. Dann muss ferner darauf geachtet werden, dass keine Zugluft in dem Raum herrscht, also nicht in irgendeiner Garage arbeiten, wo permanent die Türen auf und zu gehen oder Ähnliches passiert, weil dann Temperaturschwankungen entstehen können und eben auch Zugwind doch die Arbeit erheblich erschweren können. Wenn der Workshop soweit gut hergestellt ist, fangen wir beim Fahrzeug an. Dieses Fahrzeug sollte grundsätzlich normal vorgereinigt sein. Das heißt, einmal eine ganz normale Autowäsche mit Wasser und Seife sollte da genügen, je nach Verschmutzung des Fahrzeugs. Gut abtrocknen, unter Zuhilfenahme von Druckluft, von trockenen Tüchern etc. Dann das Fahrzeug in die Halle reinbringen, um eine finale Reinigung schlussendlich vorzunehmen. Ferner sollte natürlich auch darauf geachtet werden, dass Details gut gereinigt sind, wie zum Beispiel die Reifen, an denen sich gerne sehr viel Dreck ablagert, auf den Felgen, in den Innenbereichen der Felgen etc. Sowas sollte man vor dem finalen Folieren dann auch abdecken mit einem Papier oder Ähnlichem, aber eine Grundreinigung muss da sein. Ferner hier unten, die Einstiege etc. sind immer sehr stark verschmutzt, auch gerne mal noch eingewachst als Schutzwachs unten drauf. Das sollte man vorher immer entfernen. Okay, nachdem alle Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind, Reinigung des Fahrzeugs, Vorbereitung unseres Workshops etc., können wir uns mit der Materie an sich beschäftigen, das heißt, das Fahrzeug mit Folie zu veredeln oder zu beschichten. Hierbei müssen wir ganz klar erstmal feststellen, was für ein Produkt wir verwenden müssen, das heißt, welche Folie genau brauchen wir dafür. Es gibt grundlegende Unterschiede in den Familien der Folie, es gibt kalandrierte Folien und es gibt gegossene Folien. Kalandrierte Folien verwendet man grundsätzlich überall dort, wo eine Folie nicht gedehnt werden muss. Das heißt, 2D-Anwendungen, wo einfach nur gefaltet wird oder eingelegt wird, ist völlig in Ordnung mit einer kalandrierten Folie. Sobald wir eine Folie dehnen müssen, einen Kotflügel, einen Spiegel oder Ähnliches, da brauchen wir eine gegossene Folie. Jetzt hören wir schon wieder Temperatur. Wir haben eine Raumtemperatur von ungefähr 20 Grad. Wir brauchen, um das Material zu dehnen, eine Temperatur von ungefähr 40 Grad. Und wir hören noch eine Temperatur, das sind 90 Grad, die wir brauchen, um den Memory-Effekt zu stoppen. Denn das ist der große Vorteil einer Castfolie, einer gegossenen Folie, dass wir den Memory-Effekt, diesen Schrumpfeffekt, stoppen können. So, nach all den Vorbereitungsarbeiten haben wir hier jetzt mal die Werkzeuge, die wir für die ganze Arbeit benötigen. Angefangen bei den Reinigern, wir haben ein komplettes Reinigersystem. Zum einen haben wir einen Kleberentferner, wir haben einen Pre-Cleaner und einen Final Cleaner. Grundsätzlich macht es Sinn, farbige Tücher zu verwenden, damit man nachher die Tücher mit den Reinigern nicht vermischt. Das kann schlecht für unsere Applikation später sein. Das heißt, farblich dazu passend Tücher zu haben, macht durchaus Sinn. Für das Auftragen der Folie selber benötigen wir ein solches Rakel. Da gibt es verschiedene Modelle, ein sehr weiches oder gar ein etwas festeres. Dieses Modell hat Magneten drin, das einem die Arbeit ein wenig leichter macht. Auf dem Rakel hier vorne am Rand sieht man einen aufgeklebten Filzstreifen, den man in solchen Sheets bekommen kann. Das schneidet man an den Streifen und klebt es auf. Das verhindert, dass man die Folie verkratzt und ermöglicht, dass das Rakel leichter gleitet auf der Oberfläche. Aus dem gleichen Grund brauchen wir einen solchen Applikationshandschuh. Diesen Handschuh brauchen wir eigentlich nur für eine Hand und ermöglicht uns, unsere Hand als Werkzeug zu benutzen, damit die Hand leicht gleitet auf der Oberfläche. Weiteren Papiertücher sind immer sehr hilfreich, um noch irgendwo Wasser aufzunehmen vom Waschen vorher, vom Reinigen. Sehr hilfreich sind solche Magneten, es gibt große, kleine etc., um die erste Position der Folie auf der Oberfläche festzulegen. Hier sind auch solche Tapes recht hilfreich, dass man die Folie einfach festmacht, weil nicht jedes Auto ist magnetisch, sodass man durchaus mal mit Tapes arbeiten muss, um die Folie zu fixieren. Dann haben wir hier noch zwei weitere Tapes, die uns Schneiderarbeiten erleichtern. Hier haben wir einmal ein Abdeckband, welches man auf eine Karosserie aufkleben kann, um dann zu schneiden, um eine Sicherheit darunter zu haben, um den Lack nicht zu zerkratzen. Und hier haben wir noch das sogenannte Knifeless Tape, was ein Tape ist mit einem kleinen
Kevlarfaden innen drin, dass man vor der Folierung aufträgt, dann überfoliert und man kann mit diesem Kevlarfaden, den man hinauszieht, die Folie schneiden. Also man vermeidet ganz und gar Messer damit. Im Weiteren brauchen wir natürlich Messer, also sogenannte Cutter. Wir arbeiten nicht mit Skalpellen oder ähnlichem, weil man die Klinge, die in einem solchen Cutter drin ist, doch recht häufig erneuern muss, sprich abbrechen muss, damit man eine neue Spitze hat, um immer saubere Schnitte zu ermöglichen. Und das ist am besten mit solch einem Cutter. In diesen Cuttern kann man auch die Klinge verschwinden lassen, sodass das Ganze sicher zu verstauen ist. Bei diesen Messern haben wir unterschiedliche Winkel, das kann man hier eventuell sehen. Wir haben einen handelsüblichen geraden Winkel, wir haben einen sehr spitzen Winkel. Der einzige Grund dafür ist, dass man durchaus mal gerade Schnitte machen muss oder Details ausarbeiten muss. Für diese Details kann man eben diesen spitzen Winkel verwenden und die gerade Schnitte diesen normalen Winkel. Dann hat man hier noch so einen netten Cutter, der perfekt ist, um Material frisch von der Rolle runterzuschneiden oder gar auf dem Fahrzeug mal einen Bogen zuzuschneiden, ohne Gefahr zu laufen, dass man den Untergrund beschädigt. Ferner brauchen wir natürlich eine Heißluftpistole. Diese Heißluftpistole sollte eine industrielle Heißluftpistole sein, die eine sehr hohe Temperatur schafft. Ein normaler Haarföhn oder ähnliches hilft uns hier nicht weiter. Es muss schon eine professionelle Pistole sein. Und um die Temperatur zu kontrollieren, wir haben eben über Temperaturen gesprochen, brauchen wir auch ein solches Kontrollgerät. Dieses Kontrollgerät misst Infrarot die Oberflächentemperatur der Folie oder gar unseres Workshops, wo wir arbeiten. Unabdingbares Tool. Das sind im Groben die Werkzeuge, die wir benötigen. Es gibt natürlich noch viele kleine Helferlein, um in irgendwelche Ecken und Kanten reinzuarbeiten, zum Beispiel solche kleinen Werkzeuge. Ein Wachsstift ist recht hilfreich, wenn man eine Position der Folie markieren möchte, etc. Und noch vieles mehr. Aber das sind die groben Werkzeuge, die uns die Arbeit erleichtern. Und damit können wir jetzt direkt zur Praxis schreiten. So, dann können wir auch direkt zur Praxis schreiten. Wenn wir uns mal so ein Stück Folie zur Hand nehmen, hier haben wir unsere HX 30.000, ein Pink Matt. Also eine gegossene Folie mit einem strukturierten Kleber. Dafür steht dieses HX. HX heißt Hexpress. Wenn wir diese Folie mal auftragen auf die Oberfläche, einfach locker auflegen und mal ein wenig Blasen produzieren dann dabei, so wie hier, dann sieht man durchaus den Grund für diese Struktur. Es ist nämlich durchaus sehr einfach, diese Blasen zu entfernen durch leichten Druck von oben, leichtes Drübergleiten mit dem Finger. Ist da durchaus schon genug. Wenn man hier so eine dickere Blase hat, einfach den Daumen drauflegen, kurz warten und die Blase verschwindet. Ermöglicht uns also auf großen Oberflächen eine ganz einfache Applikation. Was wir dann so dann auch tun wollen. Wenn man das Ganze jetzt auf eine runde Oberfläche bringen will, also in einem größeren Format, so, entfernen wir das Backing, dann kann man sehr schnell erkennen, dass man hier an seine Grenzen stößt. Was das Machbare angeht, weil durchaus sehr schnell Falten auftauchen durch diese konvexe Form. Was können wir da tun? Wir können unseren Föhn zur Hilfe nehmen, das Ganze erwärmen, um es weich zu machen. Temperatur hierbei ist 40 Grad Celsius ungefähr. Material wird weich gemacht und über diese konvexe Fläche hinweggezogen, hinweggedehnt. Dafür fangen wir hier mit einem Ankerpunkt an, nehmen die Folie nochmal hoch. Halten Sie uns so, verwenden den Heißluftföhn und erhitzen die Folie. Mit gleichmäßigen Bewegungen stellen den Föhn wieder weg und können dann sehen, wie schön man diese Folie an diese 3D-Form, an diese konvexe Form anpassen kann. Mit Hilfe des Rakels können wir die Folie jetzt andrücken und mit Hilfe der Hexpress-Struktur tauchen keine Blasen auf. Sollte eine kleine Blase auftauchen, kann man die sehr leicht mit dem Finger wegdrücken. Hier haben wir jetzt immer noch eine Faltenbildung. Unsere Struktur ermöglicht eine sehr leichte Repositionierung. Wieder erwärmen. -40 °C. Leichte Spannung in das Ganze hineinbringen und langsam über dieses Fahrzeugteil hinweg applizieren, Rakel zur Hilfe nehmen und wieder Stück für Stück andrücken. Und so kommt man
Stück für Stück zu einem Gesamtergebnis in diesem Bauteil. Dann werden wir uns jetzt mal daran machen, diesen Kotflügel komplett zu folieren. Dafür habe ich hier schon mal ein Stück Folie vorbereitet, was wir jetzt auf diesem Kotflügel positionieren. Wir nehmen unsere Magneten zur Hilfe, um das Ganze erstmal grob in Position zu halten. Schauen, ob alles von diesem Kotflügel abgedeckt ist mit der Folie und nehmen jetzt einen groben ersten Zuschnitt vor. Dafür benötigen wir ein Messer. Wir können so ein bisschen die Kanten abgreifen hier, dass man sieht, wo ist der Kotflügel zu Ende. Hier ist der Scheinwerfer. Auch ein Blick darunter hilft ab und zu. Jetzt können wir da rangehen, das einmal grob zuzuschneiden. Hierbei ist wichtig, dass wir nach wie vor eine Überlappung über dem Bauteil haben. Sprich, nicht zu knapp abschneiden das Ganze. Dann schneiden wir das Ganze einmal grob zu. Und hierbei ist wichtig, dass wir nach wie vor eine Überlappung zum Bauteil haben. Hier hört der Kotflügel auf und wir haben immer noch 5 bis 10 cm Überlappung außenrum. Das ist wichtig, um das Ganze vernünftig handeln zu können. So. Das Ganze tun wir auch auf dieser Außenseite hier. Hier geht der Kotflügel lang. Und wir schneiden zu weit überlappendes Material hinfort. Folie ist grob zugeschnitten. Dann können wir sie einmal zur Seite tun. Bevor wir die Folie jetzt auftragen, müssen wir die Oberfläche noch einmal entreinigen. Dafür benutzen wir unseren Final Cleaner, ein sauberes Mikrofasertuch. Den Reiniger sprühen wir auf dieses Tuch, nicht auf die Oberfläche, sondern auf das Tuch und machen eine finale Reinigung, ein Entfetten. Wichtig dabei auch, dass man noch einmal unter Zuhilfenahme des Rakels und dem Tuch, was man so rumschlägt, mit etwas Reiniger noch einmal alle Kanten abfährt. Dann nehmen wir ein Tape zur Hilfe, um Teile, die wir nicht folieren wollen, aber angrenzend sind, abzukleben, wie den Scheinwerfer zum Beispiel, um zu verhindern, dass die Folie zu stark hier im Randbereich haftet, was mir nachher das Schneiden schwierig machen würde. Dann können wir wieder unsere Folie nehmen. Positionieren. Noch einmal kontrollieren, ob auch überall eine gleichmäßige Überlappung entsteht. Noch einmal abgreifen die ganzen Kanten. Schaut soweit gut aus. Dann können wir mit der Applikation starten. Hierfür bietet sich bei den meisten Bauteilen an, wenn man einfach das gesamte Trägerpapier, das Backing entfernt und die Folie großflächig auflegt. Bei einem sehr runden Teil ist das oft mit Problemen behaftet, weil man einfach keine gerade Fläche hat, um das Ganze aufzulegen. Hier kann man sich etwas einfacher machen unter Zuhilfenahme etwas mehr Magneten, indem man diesen Backliner nur teilweise entfernt und faltet das Ganze so rum. So, entfernt das Trägerpapier. Schneidet einmal das Trägerpapier kürzer. Und macht den ersten Schritt der Applikation. So weit, so gut. Jetzt können wir das Ganze ebenso auf der anderen Seite machen. Die Magnete zur Seite. Folie leicht hoch. Und diese Seite des Trägerpapiers entfernen. Und die Folie langsam aufs Bauteil sacken lassen. Sieht recht wüst aus und da kann man wieder gut erkennen, dass es durchaus sinnvoll ist, eine Folie zu haben, die ein Applikationssystem besitzt in ihrem Kleber, wie eben zum Beispiel unsere Hexpress-Struktur. Wir müssen direkt vom Start an mit Wärme arbeiten, mit diesen besagten 40 Grad, um diesen runden Shape zu bekommen. Wenn wir die Folie einmal so frei halten, um sie zu erwärmen, so. Dafür nehmen wir die Folie einmal hoch. Diese Temperatur von 40 Grad kann man recht leicht erfühlen und sehen. Wenn ich den Föhn jetzt einschalte, werden sich leichte Falten bilden und die Folie wird immer weicher und zieht sich glatt. Diesen Moment muss ich abwarten, dann habe ich ungefähr 40 Grad.
Wir nehmen wieder unser Rakel zur Hilfe, um erste Rakelstriche zu machen, erste Ankerpunkte zu setzen. Je runder das ganze Bauteil ist, umso schwieriger ist der Anfang. Ich arbeite mich jetzt hier mal so durch mit der Temperatur und dem Dehnen. Überall dort, wo ich zufrieden bin mit der Position der Folie, wo keine Falten mehr drin sind, gehe ich daran, das Ganze mit dem Rakel leicht anzudrücken. Zwischendurch muss ich hier mal schauen. Hier ist die Folie zum Beispiel Kleber auf Kleber geschlagen. Da sollte ich zeitig was gegen unternehmen. Grundsätzlich ist das bei unserer Folie kein Problem. Es ist ein leichtes, diese wieder hochzuziehen. Und etwaige Faltenbildungen, die wir hier jetzt haben, können wir leicht mit dem Heißluftföhn wieder beseitigen. Das legen wir jetzt erstmal einfach nur ab hier, wo wir zuerst da oben diese runde Form bearbeiten müssen. Hierfür muss ich die Folie leicht anheben, indem ich meine Hand darunter schiebe und das hochziehe und wiederum 40 Grad Temperatur erreichen. Weil die Folie angehoben ist, können wir den Heißluftföhn nehmen. Noch ein bisschen weiter anheben das Ganze. Hier haben wir jetzt wieder eine schöne glatte Oberfläche, wo wir das Rakel anwenden können, um die Folie schon mal auf allen anliegenden Flächen anzudrücken. Jetzt haben wir hier noch einen faltigen Bereich. Gleiche Situation. Heißluftföhn zur Hilfe nehmen, erwärmen. Hierbei immer darauf achten, dass wir die Folie nicht überdehnen, sondern immer nur so weit dehnen, wie nötig ist. Wenn einem mal ein kleines Malheur passiert hier unten, da ist so eine kleine Falte reingefallen, das stellt kein Problem dar. Da brauchen wir auch nur einmal wieder die Folie hochziehen. Mit Wärme das Ganze glatt machen. Und wieder neu auftragen. Ungefähr die Form geben. Jetzt wird das Ganze etwas zu komplex, um weiterhin mit einem geraden Rakel zu arbeiten. Das heißt, da kann es durchaus ein Vorteil sein, wenn wir mit der Hand arbeiten. Also ziehen wir uns einen Handschuh an, damit die Hand besser gleitet auf der Oberfläche.
Wenn jetzt die ganze Fläche angedrückt ist, müssen wir uns an die Randbereiche ranmachen, wiederum unter Zuhilfenahme von Temperatur. Hierbei wieder darauf achten, dass man die Randbereiche nicht zu doll dehnt. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, ruhig nochmal anlupfen das Ganze. Leichte Temperatur. Jetzt gehen wir daran, das Ganze zuzuschneiden. Wichtig ist, nach diesem Zuschneiden oder teilweise eben auch schon bevor man es zuschneidet, ist den Memory-Effekt der Folie zu brechen. Wenn wir das nicht tun, würde die Folie wieder zurückschrumpfen. Jetzt gehen wir daran, alle Randbereiche zu tempern. Dafür erhitzen wir das Teil. Erstmal mit gleichmäßiger Bewegung immer wieder erhitzen. Zwischendurch mal nachmessen. 40 Grad. Da fehlt also noch einiges, bis wir die 90 Grad haben. Niemals mit dem Föhn stehen bleiben zwischendurch. Immer bewegen. Und messen. 65. Also weiter erhitzen, 90 Grad, knapp 90 Grad. Es ist ganz wichtig hierbei, dass man niemals zu nah am Föhn misst, weil man falsche Messergebnisse bekommt. Das kann man hier sehen, wir haben 100 Grad, 130 Grad. Wenn ich den Föhn wegnehme, sind es 99 mit Föhn, 120 ohne Föhn. 100. Man bekommt also ein völlig falsches Messergebnis. Das ist der falsche Weg, das ist der richtige Weg. Also erwärmen, messen. Und so arbeite ich mich durch alle Kanten ringsherum durch. Und dann ist unser Fahrzeugteil fertig. Vierundzwanzig Stunden nach der erfolgten Folierung ist es extrem wichtig, nochmal alle gefährdeten Bereiche durchzugehen. Kantenbereiche, Vertiefungen, Bereiche hier unterhalb der Stoßstange, Konkaven, Konvexen, wirklich alles kontrollieren. Spiegel, Einstiege, überall alles nochmal nachkontrollieren. Falls ich irgendetwas leicht gelöst haben sollte, nochmal mit dem Heißluftföhn und dem Rakeln nacharbeiten, dann ist das Fahrzeug zur Auslieferung bereit.